heutigen Brookhaven Roleplay Video gehe ich mit meiner besten Freundin in ein Sommercamp in den Sommerferien. Seid gespannt, was passiert, und vergesst natürlich nicht, den dicken fetten Like dazulassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. So, dann bin ich fertig angezogen. Dann muss ich eigentlich nur noch meine Tasche packen. Wo ist eigentlich meine Tasche? Ein paar Sekunden später. So, hier ist mein Trolley. Oh, Mama wird so stolz auf mich sein, dass ich schon fertig bin, wenn wir gleich losfahren. 20 Minuten später. Ich bin fertig. Ich frag mich, wie spät's ist. Ach, ich weck einfach mal Mama auf. Mama? Mama? Schläfst du noch? Mama? Hä? Was? Wo bin ich? Wer will mehr von mir? Was ist los? Amanda? Was ist denn los? Mama, ich bin fertig fürs Sommercamp. Fürs Sommercamp? Bist du völlig wahnsinnig? Wie spät ist es denn? Ein paar Sekunden später. Amanda Marie! Amanda Marie? Jetzt gibt's Ärger. Es ist 5.30 Uhr morgens. Bist du verrückt? Wir waren noch gar nicht los. Nicht mal in einer Stunde. Auch nicht in zwei. Du legst dich jetzt noch hin. Und wehe, du machst einen einzigen Mucks. Ich möchte ausschlafen. Es ist Samstag. Oh, es tut mir leid, Mama. Ich war so aufgeregt, dass ich heute ins Sommercamp gehe. Das ist ja schön für dich. Ich freue mich auch, dass du ins Sommercamp gehst. Aber wir schlafen jetzt noch ein bisschen. Und was in Gottes Namen hast du an? Magst du mein Outfit nicht? Ich find's mega cool. Ich bin ein Cowgirl. Das hat mir Janine geliehen. Die reitet doch. Ich find's mega cool. Das möchte ich unbedingt im Sommercamp anziehen. Wie auch immer, Amanda. Wir gehen jetzt nochmal ins Bett. Und wehe, ich höre einen Mucks von dir. Ja, Mama. Ich gehe sofort zurück ins Bett, Mama, okay? Also, bis gleich dann. Also, bis du wach wirst. Hm. Wie viel Zeit wohl jetzt schon vergangen ist? Vielleicht 2 Stunden? Oh, nee. Hm, schade. Okay, ich muss wohl noch warten. 20 Minuten später. Wie viel Zeit wohl jetzt vergangen ist? Bestimmt schon 1 Stunde. Oh, 20 Minuten. Ach, Mist. Ach, Mann, mir ist so langweilig. Später. Amanda, ich bin wach. Wir frühstücken. Frühstücken? Perfekt. Dann geht's jetzt gleich los ins Sommercamp. Oh, wer ruft denn jetzt an? Janine! Hi, Janine. Hi, Mandy. Ich wollte dich fragen, ob du schon fertig bist. Also, wann ihr mich abholt. Ich glaube, wir holen dich gleich ab. Wir frühstücken jetzt noch. Und dann geht's los. Ab ins Sommercamp. Mega cool. Bis gleich dann, ja? Bis gleich, Janine. 2 Stunden später. Oh, Mama, guck mal. Da hinten ist das Camp. Sommercamp. Sommercamp. Ist ja gut, ihr beiden. Wir sind ja schon da. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß. Und ich hole euch in 3 Tagen wieder ab. Bis dann, Mama. Danke, Mama von Mandy. Wow, guck mal, Janine, das ist hier mega, mega cool, oder? Wow, Mandy, hier werden wir so unfassbar viel Spaß haben. Definitiv. Oh, da hinten ist der Ranger. Lass uns gleich hingehen. Ein paar Sekunden später. Hallo. Oh, hallo. Da sind ja meine 2 kleinen Ranger. Wow, cool. Sind wir jetzt etwa auch Ranger? Das ist ja toll. Natürlich. Jeder im Sommercamp ist ein Ranger. Und ihr könnt euch dabei schon mal ans Lagerfeuer setzen. Wir machen jetzt gleich was zu essen. Cool. Machen wir. Dürfen wir unsere Sachen schon irgendwo hinlegen? Ja, geht am besten schon rein. Die Betten auf der rechten Seite sind belegt, aber die beiden Betten auf der linken Seite sind noch frei. Cool. Kannst du dich erinnern, was er gesagt hat? Links oder rechts ist noch frei? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, er hat gesagt, rechts ist noch frei. Hat er nicht gesagt, links ist noch frei? Ich weiß es nicht. Stellen wir einfach mal unsere Sachen ab und gehen raus zum Essen. Ja, gute Idee. 1 Minute 37 Sekunden später. Wow, ihr habt aber lang gebraucht. Wir sind schon ewig da und verhungern gleich. Nur wegen euch. Oh, das tut mir leid. Wer seid ihr denn? Ich bin Mandy und das ist Janine. Wollt ihr uns nicht verraten, wer ihr seid? Nina und Tina, gut. Ihr habt die anderen beiden Mädchen schon kennengelernt. Das ist Janine. Und du bist nochmal? Ich bin Mandy. Oh ja, stimmt. Sehr gut. Okay, dann machen wir mal ganz kurz Feuer. Setzt euch bitte hin und ganz wichtig, langt nicht ins Feuer, weil sonst wird es sehr, sehr warm. Und wir wollen ja keine Verbrennungen. Ja, nee, wollen wir nicht. Okay, wir setzen uns hin. Okay, dann geht's los. Dann machen wir an und dann sollte das Essen gleich fertig sein. Wow, das ist so cool hier, Janine. Aber die beiden Zwillinge sind ein bisschen komisch, oder? Ich habe das Gefühl, die mögen uns nicht so. Ach,
Gib ihnen eine Chance, Mandy. Bestimmt sind die total nett. Eine Stunde später. Boah, Janine, wollen wir fragen, ob wir rutschen gehen dürfen? Die Rutsche sieht so mega, mega cool aus. Ich möchte da unbedingt hin. Wir haben ja Badesachen dabei. Aber das ist eine mega coole Idee. Wollen wir die Zwillinge auch gleich fragen? Weil, also, sonst schließen wir die ja komplett aus und das möchte ich irgendwie auch nicht. Oh, ja, stimmt. Du hast recht. Lass uns erst die Zwillinge fragen und dann den Ranger, ob wir rutschen dürfen, okay? Ein paar Sekunden später. Nina und Tina, wir wollten jetzt rutschen gehen und wollten euch fragen, ob ihr mitkommen wollt. Ha, rutschen ist was für Babys. Das könnt ihr selber machen. Sag mal, mögt ihr uns nicht oder was ist los mit euch? Das ist irgendwie komisch, dass ihr irgendwie so unfreundlich zu uns seid. Wir versuchen, Freundschaft zu schließen. Wir brauchen keine Freunde. Wir haben uns. Wir sind Zwillinge. Wir brauchen niemanden anders außer unseren Zwilling. Okay, wir haben gefragt. Komm, Janine. Hallo, Herr Parkranger. Wir wollten was fragen. Nennt mich einfach Daniel. Ich bin Ranger Daniel. Was kann ich denn für euch tun, ihr beiden? Ich wollte fragen, also ich meine, wir wollten fragen, ob wir rutschen dürfen. Das würden wir mega gerne machen, denn die Rutsche sieht mega cool aus. Natürlich dürft ihr rutschen. Aber ganz wichtig, nicht mit Klamotten, sondern nur mit einem Bikini oder einem Badeanzug. Ja, sowas haben wir dabei. Cool, dankeschön. 20 Minuten später. Janine, bist du fertig? Was machst du denn so lange auf Toilette? Ich komm ja schon, jetzt stress doch nicht. Beeil dich, bevor die Sonne weg ist. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ich komm ja schon. Ich bin ja da. Komm, lass losgehen. Wow, die Rutsche ist richtig cool. Ja, total, Janine. Wow, guck mal, wie weit oben wir jetzt sind. Wow, oh mein Gott, ich kann es kaum erwarten, bis wir rutschen. Wow, das ist aber ganz schön hoch, oder? Ja, total. Ich hoffe, es passiert nichts, wenn wir da runterrutschen. Aus dem Weg, jetzt kommen wir. Oh, was macht ihr denn hier? Schön, dass ihr doch noch mit Rutschen kommt, Tina und Nina. Ich dachte, ihr wollt nicht rutschen. Ja, wir haben es uns anders überlegt. Wir wollen jetzt doch rutschen. Cool, am besten rutschen wir alle nacheinander. Oder du rutscht einfach rückwärts. Wow, oh nein, aua, aua. Oh Gott, aua. Das ist wohl der Grund, warum man nicht rückwärts rutschen soll. Eieiei, ich glaube, ich habe mein Bein gebrochen oder so. Inzwischen. Um Gottes Willen, geht's dir gut? Amanda? Ich weiß nicht genau. Mein Bein tut irgendwie weh. Ich glaube, ich kann nicht aufstehen. Ich fahre dich sofort ins Krankenhaus. Warte nur. Wo sind denn die anderen drei Mädchen? Mädchen, kommt sofort hier runter. Amanda ist verletzt. Wir müssen ins Krankenhaus. Der Tag ist abgebrochen. Wir fahren alle. Ich habe sonst niemanden hier. Meine Vertretung kommt erst in 2 Stunden. Ein paar Sekunden später. Oh nein. Amanda. Amanda, geht's dir gut? Ich glaube, ich habe mein Bein gebrochen. Oh Mann, und das alles nur, weil dich Tina oder Nina runtergeschubst hat, ganz ehrlich. Tina, das war echt nicht so eine gute Idee. Ja und, passiert halt mal. Ich bin entsetzt von dir. Du kannst doch nicht einfach jemanden die Rutsche runterschubsen. Das wird Konsequenzen haben. Aber als erstes, ab ins Krankenhaus. Dann war es aber mit diesem Brookhaven Roleplay von heute. Falls euch gefallen hat, lasst uns jetzt gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!